Hallo Leute, meine Douglas-Box ist gerade angekommen und da ihr unter dem letzten Video häufig geschrieben habt, dass ich die jeden Monat zeigen soll, mache ich das natürlich auch. Also, das hier ist mal wieder meine Douglas-Box und ich zeige euch jetzt den Inhalt. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen, denn der Akku schwächelt ein bisschen. Also, man weiß ja immer schon, dass es ein Hauptprodukt gibt. Und das hat ja jeder. Und das ist diesen Monat von Hildegard Brautmann, ein Puder-Make-up. Mattierendes Make-up mit bakteriostatischer Wirkung. Kenn ich nicht. So sieht die Verpackung aus. Ziemlich süß gemacht, finde ich. Das Puder ist in der Farbe Medium. Also nicht gerade für mich. Ich wusste das natürlich schon, dass es Medium sein wird. War bekannt. Aber ich habe halt trotzdem die Box nicht abbestellt. Denn ich glaube, ich gebe das einfach meiner Schwester. Die ist dunkler als ich. So sieht die Verpackung aus. Kann ich ja mal öffnen für euch. Ja, hier ist dann ein Spiegel. Und eine Puderquaste. Dann ist hier noch so eine Folie drauf und ich lasse die jetzt auch mal drauf. Also für mich ist es auf jeden Fall so dunkel, aber ich frage mal meine Schwester. Ja, deswegen möchte ich euch das jetzt auch nicht swatchen oder so, weil das ist ja nicht für mich. So, erstmal das. Dann haben wir hier, geht schon auf. Habe ich mir schon geöffnet, die Verpackung. Die war zugeklebt. Von Burt's Bees. Ein Tinted Lip Balm in der Farbe Hibiskus. Also das ist ein Lippenpflegestift, der halt ein bisschen Farbe abgeben soll. Und das sieht aus wie eine Geldrolle, finde ich. Aber irgendwie auch eine ganz schöne Mogelverpackung, denn so groß ist die Verpackung, so groß ist der Lip Balm. Naja. So. Mein erster Eindruck. Man muss hier unten drehen, wie bei einem Lipsmacker. Dann kommt hier oben so der Lipbalm raus. Ich swatch euch den mal. Sieht man jetzt nicht so viel, glaube ich. Jetzt hat sich nur leicht getönt. Ich trage ihn mal kurz auf meine Lippen auf. Ja, die Farbabgabe ist halt sehr gering, aber ja, ist halt ein Lippenpflegestift. Also ich bin damit zufrieden und der riecht sehr lecker. Das nächste Produkt ist eine Mascara von Isadora. Die Verpackung ist aber hübsch. Das ist die Build-Up Mascara Extra Volume. Okay. Ich glaube, es ist keine volle Größe. Hier sind 6 ml. Enthalten. Oh, das war viel dran. Das ist so ein Bürstchen, also ja, eine typische Bürste. Und da sind so kleine rote Fasern enthalten. Werde ich auch mal eben ausprobieren. Ja, das Ergebnis gefällt mir ganz gut. Macht eigentlich recht hübsche Wimpern. Ja. Meine Hände sind gerade ein bisschen schwarz. Fragt nicht. Mir ist ein kleiner Unfall passiert. Mit der Mascara. So. Das nächste Produkt ist eine Probe von Smashbox. Das ist eine BB Cream. Camera Ready BB Cream. Lichtschutzfaktor 35 in Light, also hell. Hoch. Jetzt kam das schon. Rausgespritzt. Indianermäßig. Ups. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber auf meiner Hand ist sie deutlich zu dunkel. Kommt wahrscheinlich nicht rüber. Ja, gut verblendet. Geht das aber bestimmt. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Und dann als letztes habe ich mir wieder ein kleines Parfüm ausgesucht von Dolce & Gabbana Loewen, ein Eau de Toilette. So sieht das kleine Parfüm aus. Wirklich sehr süß gestaltet. Ich habe da ja echt eine Schwäche für so kleine Parfüms. Muss ich ja ehrlich gestehen. So, jetzt mal ausprobieren. Also schon mal kein Stöpsel enthalten, wie beim letzten Mal. So. Also, vom ersten Eindruck, gefällt mir sehr gut, ist fruchtig, frisch, bisschen intensiv, würde ich sagen, und irgendwelche, ich weiß nicht, Gewürze oder so sind da enthalten. Ich weiß es nicht. Aber gefällt mir sehr gut. Ist wahrscheinlich sauteuer. Von daher will ich es mir erstmal oder eigentlich nicht kaufen. Aber so eine kleine Probe mag ich ganz gerne. Ja, das war auch schon meine ganze Box. Ich bin diesen Monat auch wieder zufrieden. Ich habe sie ja selber zusammengestellt. Der Lippenpflegestift gefällt mir von Burt's Bees. Die Mascara auch soweit. Auch wenn ich mich gerade eingesaut habe. Das Puder war ja klar, dass das zu dunkel ist. Ich dachte, ich hätte Mascara hingeschmiert. Was war noch? Die BB-Cream werde ich ausprobieren. Scheint aber ein bisschen dunkel zu sein. Und das Parfüm gefällt mir auch sehr gut. Also diesen Monat bin ich wieder zufrieden mit meiner Box. Was ich noch sagen wollte, habe ich letztes Mal ganz vergessen. Man kann die Box auch wieder zurückschicken. Anders als bei der Glossy Box. Ja. Also wenn ihr denkt, die Box, nee, ist doch nicht für mich. Ich möchte lieber meine 10 Euro wieder haben. Könnt ihr sie auch zurückschicken. Aber ich glaube, dann dürft ihr die Produkte nicht ausprobieren. Also nicht swatchen oder so. Schreibt mir doch, was ihr in der Box hattet. Das interessiert mich immer sehr. Denn es gab wieder viel Auswahl. Ich konnte mich auch nicht so recht entscheiden, was ich jetzt nehmen soll. Aber, ja, ich habe halt eine Box. Ich möchte es nicht. Ich möchte es keine 3 Boxen oder so kaufen. Eine reicht mir. Okay, tschüss.